Herzlich willkommen zurück bei Ground & Pound TV. Mein Name ist Alexander Petzl-Liorea und an meiner Seite die K.O.-Maschine schlechthin, Michael Smolik, der nächste Woche sein Glory-Debüt gibt, sein lang erwartetes Glory-Debüt und dabei auch, naja, so ein bisschen das Hassduell gegen den Erzrivalen bestreitet, gegen Mohamed Abdallah. Hass klingt ja immer so extrem, so hart. Ist es nur eine sportliche Rivalität oder steckt da bei dir eigentlich mehr dahinter? Ich habe immer gesagt, wenn es vor einem halben Jahr gewesen wäre, ich wäre mit purem Hass in den Ring gegangen. Mittlerweile sehe ich so, es ist mein Glory-Debüt, es ist mein Kampf und darauf konzentriere ich mich auch. Du hast ja schon des Öfteren auch gesagt, dass es sehr lange gedauert hat, bis du da hingekommen bist. Du hast ja dafür auch dein Management gewechselt, was natürlich auch ein paar andere Nachwirkungen auf dich hat, weil sie ja auch, also die Stegos dich auch ein bisschen trainiert haben. Wie ist da jetzt die Herangehensweise an den nächsten Kampf? Also was ändert sich da für dich in der Vorbereitung auch? Ja, es ändert sich nicht viel, weil ich mich auf jeden Kampf so hart vorbereitet habe, als wäre es mein letzter. Und klar, die Trainingsart von den Stegos ist anders als die jetzt in Holland, wo ich bin jetzt beim Remy Bonjasky. Aber alles super. Ich nehme jeden Kampf ernst, ich nehme jeden Gegner ernst und egal wer im Ring steht, ich werde im Training immer alles geben. Es war schon immer so und wird immer so bleiben. Wenn ich mal so fragen darf, wie ist das Verhältnis zu dem ehemaligen Management? Ist das gut auseinandergegangen oder wie würdest du jetzt darüber sprechen? Die gehen ihren Weg, ich gehe meinen Weg und alles ist in Ordnung. Okay, also kein böses Blut? Aus meiner Sicht ist es komplett neutral. Dann sprechen wir doch jetzt einmal über deine nächste große Aufgabe nächsten Samstag im Düsseldorfer ISS Dome. Glory 69, live auf Rand Fighting und du im Co-Main Event gegen Mohamed Abdallah. Was können wir da von dir erwarten? Ja, so wie immer. Ich werde den Ring, ich werde ihn zum Brennen bringen. Ich werde ihn explodieren. Ich werde alles geben. Ich gebe in jedem Kampf alles, aber diesmal gebe ich noch 10% mehr. Und das wird ein Feuerwerk, definitiv. Es wird ein Feuerwerk. Was kannst du dir noch von Remy Bonjasky beibringen lassen? Ich meine, er hat ja den Spitznamen The Flying Gentleman. Er war selber auch bekannt für seine Flying Kicks, für seine Flying Knees, für seine spektakulären Knockouts. Das passt ja eigentlich vom Stil her dann eigentlich ganz gut zueinander. Aber was kannst du dann noch von ihm lernen? Ganz kurze, lustige Nebensache. In meiner Amateurkarriere habe ich mich so von ihm inspirieren lassen, dass ich Flying Bad Boy damals hieß. Ich muss darüber immer noch ein bisschen schmunzeln. Und jetzt trainiert er mich. Also super bodenständiger und sympathischer Typ. Herzlicher Trainer, aber sehr, sehr streng. Und ich glaube, er bringt mir noch mehr Härte bei und ganz viele andere Sachen, die man nicht vielleicht erwartet von mir. Und ich weiß natürlich, dass Abdallah weiß, dass ich gut mit den Kicks bin und das wird er auch trainiert haben. Ist für mich aber gar kein Problem, weil es gibt noch andere Sachen, die man im Kickboxen machen kann. Wo schätzt du da deine Stärken gegenüber ihm ein? Oder wo siehst du vielleicht, wo noch ein bisschen Nachholbedarf hast ihm gegenüber? Also ich denke mal, meine Stärken liegen da, meine Stärken sind die ich schon immer hatte im Schwergewicht. Meine Flexibilität, Agilität, Beweglichkeit und Schlagkraft, die ich mit meinen Kicks habe und die ich vielleicht momentan auch mittlerweile mit meinen Fäusten habe. Also können wir wirklich aus allen Lagen harte Angriffe von dir erwarten und dann vielleicht am Ende sogar ein Knockout? Ich bin in der besten Version meines Lebens, so stark war ich noch nie. Und es wird einen Knockout geben. Ich habe es gesagt, diesmal nicht mit einem Backkick, sondern mit was anderem. Aber das möchtest du uns nicht verraten? Natürlich nicht. Dann sind wir jetzt heute hier auch bei Inferno FC. Du hast mit Philipp Harburger gerade jemanden betreut und gecoacht. Da drängt sich natürlich die Frage auch auf, weil du selber nämlich auch schon mal angesprochen hast. MMA und Michael Smolik, ist das etwas, was vielleicht eine Zukunft hat? Ja, also ich sage mal so, ich bin jetzt bei Glory, darauf werde ich mich auch konzentrieren. Ich bin jetzt nicht abgeneigt gegenüber MMA, muss man natürlich sehr, sehr viel nachholen, was Boden betrifft und so. Relativ wenig Ahnung. Ich bin froh, dass der Mick jetzt mit in der Ecke war und Flick da auf dem Boden coachen konnte, weil ich kann da einfach nichts dazu sagen. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Glory und alles Weitere, ich bin offen dafür. Ja, dann freuen wir uns auf deine Zukunft. Wir freuen uns auf die Zukunft, die uns nächsten Samstag im ISS-Dome von Düsseldorf erwartet. Danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, die letzten Worte an dieser Stelle überlasse ich dir. Ja, ich will einfach dazu noch sagen, dass ich sehr, sehr stolz bin auf den Philipp, der heute gekämpft hat. Er hat auch viel mit mir trainiert im Stand-Up und das hat er super gemacht. Und ich bin immer nervöser, wenn meine Freundin kämpfen, als wenn ich selbst kämpfe, habe ich das Gefühl. Und an dieser Stelle auch danke an all meine Fans, an meine Familie, meine Freunde, die mich unterstützt haben und auch an Remy Bonjasky, der mich unterstützt hat in der Vorbereitung. Ich bin heiß, ich habe Bock auf den Fight und es wird wirklich ein explosives Ding, was ich am Samstag abliefere. Ja, da können wir uns so drauf freuen. Dankeschön.
Werbung.